Endlich geht es wieder los. Wintergrillen bei 4 Faschingsvereinen in der Region. Die Brötchen sind da. Senf, Ketchup, die Kamera habe ich. Bier ist da, der Duden ist da, Grillschürze, Würste und der Grill. Nichts vergessen, jetzt kann es losgehen. Wie gesagt, 4 Wintergrillwettbewerbe wird es geben. Und da wir ja im Winter, wie gesagt, unterwegs sind, braucht man auch ein geländegängiges Auto, selbstverständlich. Meine Empfehlung, ein Suzuki zum Beispiel oder all die anderen 4x4 Allradfahrzeuge aus dem Autohaus Siebeneicher. Autohaus Siebeneicher, Gewerbering 2, in die Poldeswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Das Wintergrillen 2022 präsentiert Ihnen FMTV und Expert in Freital und Pirna. Ja, herzlich willkommen zum Wintergrillen Teil 3, heute beim Faschingsverein in Heinsberg. Und die stehen alle schön aufgereiht hier und mit ihren Uniformen und ihren schönen Kleidchen. Und ihr habt auch einen schönen Schlachtruf und den hören wir jetzt zur Begrüßung. Genau, das wäre ja aus, ja ein. Hinein! Jawohl, ihr seid ja auch nicht das erste Mal dabei, jetzt habt ihr schon ein bisschen Übung, also euch muss ich ja nichts erzählen. Auf jeden Fall, ihr wisst, ihr habt auch schon die letzten beiden Wettbewerbe gesehen. Ja. Reichstätt ist das Maß aller Dinge mit 16,45. Possendorf können wir gerade ein bisschen weglassen. Die haben sich ein bisschen vergrillt, dort ist alles warm geworden, nur nicht die Wurst. Also passt auf, ein bisschen ringsrum stellen, dass der Wind nicht so sehr bläst. Ich glaube, es lag am Wind. Oder? Und, wie habt ihr euch vorbereitet? Wir haben eure Videos gesehen, ja, und schlau. Wir haben ja nun den Vorteil, dass wir keine minus 7 Grad haben, wie es letztes Mal 2019, wo wir uns getroffen haben. Ja, da waren wir ja am BC. Genau. Das war ja alles in Abrissstimmung. Und ihr seid auch nicht sehr weit gekommen, ne? Ich glaube, wir hatten die schlechteste Zeit, aber wir hatten auch gefühlt 10 Grad Unterschied zu den anderen Vereinen. Schwamm drüber, heute wird es besser. Also wie gesagt, 16,45 und ihr müsst natürlich auch, das sei gesagt, ein Wort aus dem Duden suchen. Ich lege den schon mal hin. Wer macht's? Du bist die? Anna. Genau. Deutsche Alphabet, alles gut? Ja. Ja, prima. Grundvoraussetzung. So, also meine Lieben, ihr seid bereit beim Faschingsverein Heinsberg. Grill, Wintergrillen Nummer 3. Ich hoffe, ihr schafft eine gute Zeit. Und euer Wort heute. Und die Uhr geht gleich los. Heißt, und das ist wirklich sinnbildlich zu sehen, bitte schön, überhitzen. Überhitzen. So, überhitzen sollte man vielleicht heute den Grill. Dann könntet ihr gewinnen. Wir hoffen. So, ihr seid ja jetzt auch leider nicht im Faschingsmodus, wie es eigentlich jetzt so richtig wäre. Ist das schlimm für euch? Es ist eine Katastrophe. Also wir hätten ja eigentlich, also wir sind gefangen im 70. Jubiläum. Ja, ne, seit 70 Jahre. Ja. Was? Halt, halt, ich muss hin. Seite? Seite? Seite 490. Richtig, und das sind ja gerade mal 28 Sekunden. Sehr gut, und jetzt gehen die Männer ins Rennen. Kurz mal zur Vorstellung, du bist der? Phelps. Riedmuth. Mirko. Ja, und die werden natürlich heute Bestes geben. Die wissen natürlich auch Bescheid, wie das alles hier... Oh, unsere schöne Tasche. So, und die Voraussetzungen für die Heinsberger scheinen heute tatsächlich besser zu sein. Ihr habt euch ein stilles Plätzchen gesucht. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Wir sind hier im Gelände vom Skiclub Heinsberg. Ah. Hier hat auch der Vereinsumhalter Ballsäle Kosmonsdorf Unterschlupf gefunden, solange wie die Bauarbeiten eben im BC noch stattfinden. Skiclub, wie gesagt, ist hier ansässig und wir vom Faschingsverein können uns hier auch treffen zu diversen Elferrad-Sitzungen, sofern es dann eben auch zugelassen ist. Ja, Mensch, BC ist auch so eine extra Sache, ne? Ja. Unendliche Geschichte, oder? Never ending story, sagen wir mal. Wollen wir es lieber weglassen? Wir lassen es lieber weg, bevor hier böse Wörter fallen. Ja, ja. Und jetzt guckt ihr das mal an hier unten. Hier wird gearscht mit dem Material. Eine Wurst liegt unten. Habt ihr einen Hund mit dabei oder ist das bewusst runtergefallen? Der Hund kommt gleich. So. Ist das hier euer erstes Grillen dieses Jahr? Habt ihr euch ein bisschen vorbereitet oder macht ihr das aus der kalten? Machen wir aus der kalten. Mensch, ja, ne? Hallo. Wir grillen zu jeder Tageszeit. Wir gucken mal, wo dann die Zeit am Ende steht, aber dann die große Klappe immer noch hat. Mal schauen. Immer. So, und dann, haha, wer ist denn hier erschienen? Ganz abseits, Konrad Formella von Expert, komm ran. Es dauert noch eine Weile, bis die so weit sind. Ich muss erst mal gucken, wo es ist, Mensch. Ja, wir auch. Ja. So, grüß dich. Ich habe dann aber dein Auto gefunden, dachte ich mir, so falsch bist du ja in die Größe. Ja, also wir haben uns gerade ein bisschen über den Verein unterhalten. Kein Fasching auch in diesem Jahr, auf jeden Fall in dieser Saison. Ich denke mal, bei Expert ist ja auch nicht alles so rosig. Ne? Also ihr habt ja auch ganz schön zu strampeln.
Es hat sich doch ja einiges in den letzten beiden Jahren getan, aber trotzdem immer ein Herz für Vereine. Warum? Weil wir für die Region da sein müssen. Wir müssen zusammenhalten, wir sind alle Nachbarn und dafür müssen wir die Vereine auch unterstützen. Und es geht ja auch nur geben und nehmen, würde ich mal sagen, habt ihr begriffen? Genau. Sehr schön. So, jetzt kannst du mal zugucken, wie hier eine ordentliche Bratwurst gegrillt wird. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in Possendorf letzte Woche, das war ein Drama. War ja aber auch ein bisschen kälter. Es war kälter und sehr windig oder ich weiß nicht, wo der Fehlerteufel lag. Aber das, guck mal, jetzt nehmen sie sogar ihr Fähnchen ran. Raffiniert, also äußerst raffiniert, die haben es drauf. Und jetzt das erste Mal die Sache mit den Pappdeckeln. Ha! Und du denkst wirklich, dass das funktioniert? Hallo. Wo soll denn die Hitze hin? Ja, das ist hier. Muss ja erstmal welche da sein. Die Bratwurst, nein. So, er kann also völlig beratungsresistent. Immer. Aber. So, jetzt lassen wir euch mal ein bisschen wursteln hier. Die Semmeln wären auch schon. Und übrigens diesmal richtig vom Bäcker in diesem Jahr, ne? Ja. Nee, vom Discounter. Ich hoffe, ihr merkt das dann beim Essen. Was ist denn das für eine komische Lache? Der kann ja anders. So, Mensch, Heinsberg, auch hier die Mädels in diesem Jahr, kein Gardetanz. Nein, fällt leider man aus. Weint in man, dein Kopfkissen. Ja, wir sind sehr traurig, aber ja, wir sind es ja nur langsam gewohnt nach 2 Jahren. Wir gucken mal, wie lange das so geht. Man sollte sich aber nicht dran gewöhnen, ne? Nee, also wir versuchen schon nebenbei etwas zu trainieren, ja. Auch zu Hause, aber... Ja, danke nochmal ans Kuta-Werk, die uns die Räume zur Verfügung stellen und die Trainer. Und wenn es dann irgendwann wieder losgeht mit diesen ganzen Gehbestimmungen, dann seid ihr fit. Dann sind wir fit. Das ist doch mal also ein wir Plan. Sind bereit, die Garde ist bereit. So, und da würden wir uns jetzt mal, weil es dauert ja doch noch ein paar Minuten, wir sind jetzt bei, wo ist meine Uhr, bei 4:53, nochmal ganz schnell einige Reminiszenzen vom Fasching in Heinsberg aus dem BC anzugucken. Wir haben ins im Archiv gekramt und wir waren ja irgendwie, glaube ich, 2019, war das die letzte Veranstaltung 19 und dann kam noch eine oder wie war denn das? Nee, 20. 20 im Anfang März. Was? 20 Anfang März, die letzte Veranstaltung im Zelt. Ja, aber ich war auch mal bei euch, da habe ich gefilmt und das war auf dem Saal noch. Das sollte die letzte gewesen sein. Da warst du noch auf dem Saal. Genau. Und da gucken wir uns jetzt ein paar Ausschnitte an, damit wir ein bisschen in Faschingsstimmung kommen. Und wenn hier irgendwas am Grill passiert, was noch nicht ist, dann sind wir wieder da. Also wir hatten eine tolle Stimmung, wir hatten eine tolle Saison bis jetzt, hoffen heute auf einen tollen Abend, dass das Haus genauso voll ist, wie es letztes Jahr, die letzten Veranstaltungen waren. Wir fragen jetzt einfach mal das Publikum, darf ich mal kurz stören, was führt euch zu uns und warum seid ihr heute hier? Ja, weil wir jedes Jahr zum Fasching kommen, zum letzten, nach Heinsberg. Ich frage mal weiter. Ich bin heute zum ersten Mal hier und lass mich ganz überraschen, was das heute wird. Dann lass dich überraschen, es wird ein schöner Abend auf alle Fälle. Wir fragen einfach nochmal hier in die Runde rein. Darf ich mal kurz stören? Ich frage euch mal, warum seid ihr heute hier? Was führt euch zu uns? Um Spaß zu haben und zu feiern und lachen. Dasselbe. Wir wollen einen schönen Abend zusammen haben. Um es gleich zu sagen, auch in der 66. Saison konnten die Heinsberger die Besucher im Saal mit ihrem Programm überzeugen. Aber zuerst kommt der Einmarsch von Elferrat und Funkengarde. Wer beim Programm dabei war, konnte sich über eine Stunde beste Unterhaltung freuen. Von Biene Maja bis zum Pittiplatsch, vom Bücherwurm bis zur Barbie-Puppe war vieles los im Kinderzimmer. Ebenfalls sehenswert sind die Auftritte von Funkengarde und Männerballett. Nach dem Programm versammelt sich der Verein noch in der Bar des Elferrates, um mit einem Glas Sekt anzustoßen. An diesem Abend konnte Präsidentin Susanne Franz noch eine besondere Ehrung an den Mann bringen.
In diesem Fall an Ralf Engelmann. Er ist seit 45 Jahren ein treues Vereinsmitglied. Und Andreas Berger feierte seinen 47. Geburtstag. Er bekam ein Ständchen vom Verein gesungen. Das war die 66. Heinsberger Faschingssaison. Im April wird der Freitaler Stadtrat endgültig über den Umbau der Ballsäle Kosmannsdorf entscheiden. Wollen wir hoffen, dass die Närrinnen und Narren ihr Vereinsdomizil bald wieder in Besitz nehmen können. In diesem Sinne, Jahr aus, Jahr ein, hinein. Lass mal stecken. Ja, jetzt. So, guckt mal an, seid ihr fertig? Ja, nicht klar. Oh, das ist ja wieder spannend hier in Heinsberg, so 68. 14 Minuten. 69 und jetzt noch ein Grätlein. So. Nimm die Hand an dein Gerät. Ja, ich nehm's an, ja, so 7, 8, 9 und los geht's. Bei 14,4. Also es ist nie ganz unmöglich. Auch das sieht nicht sehr ästhetisch aus, aber dafür gibt es ja keine Extrapunkte. So, 16:45, wir haben es 14:30. Ist schon einer fertig mit der Wurst? Nee, traurig. Also, ja, vielleicht macht mal jemand weiter. Ihr könnt essen, du brauchst jetzt nicht mit der Wurst. Das macht jetzt hier, wer bist du gleich? Der Roger. Der Roger, Mensch, haben wir uns gar nicht vorgestellt, so was Blödes. So, jetzt drehen und essen, essen und drehen. Wir sind bei 14:54. Das ist zu schaffen, auf jeden Fall. So, eine Minute noch. Hast du die Verbindung? So, die letzten Sekunden. Los. Jawohl, fertig, jetzt ist der Letzte. An ihm liegt's jetzt. Oh, das ist spannend. So, das ist ganz knapp 16:45. Das schafft er nicht. Das schafft er? Alles für den Verein! Alles für den Verein! Komm! Schluck! Schluck die Luder! Komm! Schluck! Der Sündenbock ist da, er steht vor uns. Der ehemalige Prinz. Was? Du kriegst keinen Kuss mehr von mir. Oh. Wo sind wir? 17:01. Mensch, Leute, ihr wart so knapp dran. Zweiten Platz haben wir sicher. Ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Mensch, an was hat's gelegen? Hier, was ist los? An wann hat's gelegen? Das hat keine Frage gemacht. Ich muss das jetzt mal erklären. Nee, die war spitze. Die Semmel war trocken. Da hättest du mal gucken müssen bei Reichstätt. Die haben das ja alles so schön eingeweicht mit Bier. Nee, also jetzt. Ja. So, also wie gesagt, 17:01 beim Faschingsverein Heinsberg in der fast 70. Saison. Mensch, was soll ich jetzt sagen? Man kann verlieren und man kann gewinnen. Man muss immer lachen dabei. Und ich denke, beim Fasching gibt es nochmal euren Schlachtruf. Auf geht's. Ja aus, ja ein. Hinein! Ja, das hat nicht ganz geklappt mit dem Hinein. Ach Quatsch. So, wir hoffen, dass wir euch dann vielleicht im Herbst schon ab 11.11. wieder zum Fasching sehen in irgendeiner Form. Dass es weitergeht mit allen Faschingsfreunden, dass auch euer Publikum nicht wegläuft in dieser traurigen und traurigen Zeit eigentlich. Ne?
Also, viel Spaß weiterhin beim nächsten Winter. Ist jetzt noch eine? Nee. Achso, ich dachte, da legt sich noch eine bereit hier. Hast du noch was zu sagen? Ich habe auch noch was zu sagen. Jawohl, auf geht's. Also, das heißt ja, du hast ja gerade gesagt, im Herbst, aber wir planen natürlich, also wir sind da. Immer noch. Wenn ihr es seid. Und wir sind auf jeden Fall da auch. Die anderen Vereine sind da. Ja. Aber wir planen auch noch was für den Sommer. Also auch mal unsere Website ab und zu mal besuchen. Dort sind Informationen, die vielleicht wichtig sein können für alle Faschingsfreunde. Aber weißt du, was ich jetzt schon gemerkt habe? Dass viele Faschingsvereine Sommerfasching planen. Ihr müsst euch ein bisschen abstimmen, damit dann in allen Orten Sommerfasching ist. Dafür gibt es ja einen Präsidentenrat, wo... Ach, was rede ich hier? Dann also alles kluges Gerede. Alles genau. Ihr wisst das doch alles. Das sind dann die Moderatoren, die sich mit Fasching nie auskennen. Du Schelm! Du Schelm! Ich hatte ja 10 Minuspunkte gegeben, habt ihr sowieso verloren heute. Also, das war Wintergrille. Jetzt kann er wieder, hä? Aber vor 5 Minuten, da war nichts. So, das war das Wintergrillen hier aber am Heinsberger Faschingsverein. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Danke, dass ihr dabei wart. Und nächste Woche das letzte beim Elferrad Ruppendorf. Und da bin ich mal gespannt, ob die sich dann den Titel noch holen und den Reichstädtern wegnehmen. Ihr seid auch gespannt? Wir sind auch gespannt. Guckt ja, natürlich, FM? Natürlich. Alles andere wäre jetzt weggeschnitten worden. Tschüss, und das war das Wintergrillen Teil 3. Das Wintergrillen 2022 präsentiert Ihnen FRM TV und Expert in Freital und Pirna.